und ich meine, er zeigt euch fast alle Unique-Waffen und, ja, und verschiedene Wege und ich meine, er geht auf die Leute ein, ich meine, er hat so viele Votes gehabt. Soll ich das jetzt machen oder nicht, ne, und sowas, also schon gut, also auf jeden Fall krass. Der Hello. Der Kanal. Ja, was er aktiv, ja, was er aktiv. Also, was ich auch sehr gerne von ihm gucke, ist Need for Speed Most Wanted. Richtig genial. Rennspiel. Also hat mich doch schon sehr erstaunt, dass er das, keine Ahnung, ich glaube einer der ersten, ist einer der ersten, ja, was ich so gesehen habe, einer mit der ersten Let's Player, der mal ein Rennspiel gespielt hat, oder spielt. Ja, ein Rennspiel, ja. Ja, bei Filmibu also guck ich Kane & Lynch, hat er oder macht er, ja, bei Just Cheap guck ich, kurz mir überlegen, also San Andreas. Ja, San Andreas. Das ist so cool. Echt ein geiles Spiel. Richtig, ja, Mann. Vor allem seine Kommentare sind irgendwie die, sind richtig geil, ich weiß nicht. Aber die Sache mit der RTL, ne, das war schon ein bisschen scheiße. Also wer es weiß, ne, das war echt abfuck. Genauso mit die Fuck it, Alter, das war auch. Ne, ah ja, genau, die Fuck, ja genau, mit die. Das war, nee. Schlimm, schlimm war das. Warte, du bist rausgeflogen? Ja, ich bin rausgeflogen, sei schon seit 5 Minuten, das weißt du oder nicht. Achso, ne. Ja, du bist ein Held. Voraus wird durch eine Baustelle. Achso, okay. Ich komm nicht mehr rein, wie es aussieht. Na egal, gut, ich versuch rein zu joinen. Ich habe die Garage. Ich glaube, die Mister halt ohne mich ändern, geht auch. Machst du nicht so viel Deaths. Kommst du nicht schneller voran. Wenn ihr dann wieder auf die Straße kommt, macht euch auf ein weiteres schweres Feuer. Oh, jetzt leckt's, klar. Zur Rechten gibt es ein kleines Büro. Sorry dafür, aber naja, wie gehört, oder wie ihr wisst, nicht gerade der stärkste Laptop. Ja, und zu wissen, dass unser erstes Let's Play Together, ne? Also okay, nicht tot. So streng sein, Leute. Mhm. Wir üben jetzt, ich meine, die ganzen anderen Laptops waren auch nicht viel besser, als wir angefangen haben. Und ich denke mal, wir fangen jetzt auch langsam an. Und das wird schon was, also ich denke mal, wir werden auf den Korb-Modus, auch im letzten Video gesagt, machen. Also auf jeden Fall besser laufen, also da wird das reibungslos durchgehen, wie Vaseline, ne, schön kutschig. Ah, da glaube ich nicht, also wir werden in manchen... Ja gut, Charlie und Echo, die werden halt schon ein bisschen Delta aber auch, aber denk mal, auf Veteran. Ja, Veteran, also wir wollen den Leuten ja was bieten, ne? Ja. Und das ist ja, sonst macht ja keinen Spaß. Ich denk mal, auf Soldat, da machst du das in da, 4 Stunden. Also ich hab eine Mission und das war oh, wie heißt sie denn jetzt? Von Charlie die letzte. Schneller Zugriff, die habe ich mal auf Soldat gespielt, also da kannst du echt, Waffe nehmen, schön. Am besten ist denn die MG und durchlaufen. Wenn vor dir einer steht, weg, fickst mal über den Haufen, schießen und dann läufst du weiter, also da bist du ein, ja, 10 Sekunden ist ein bisschen übertrieben, aber so, also es geht recht schnell. Naja. Ja, jetzt wollten wir noch gerne eure Meinung zu Call of Duty Modern Warfare 2 haben, was ihr von dem Gameplay haltet, oder von dem Game haltet jetzt. Jetzt ist es schon fast ein ganzes Jahr draußen, ne? Kam am 9. November 2009 raus, jetzt haben wir schon September, also... Was seht ihr davon? Also wie es am Anfang war, was es gerade released war und wie es jetzt ist. Multiplayer, was habt ihr... Was findet ihr scheiße am Multiplayer? Gemacht. Also habt ihr viel Stress, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn ihr mal ein Samstagnachmittag oder eine Woche mal ein Multiplayer spielt, mit Noobtubes und sowas? Hier. Ich denke mal, regt jeden Spieler auf. Na, es regt echt auf. Also, Multiplayer ist schon so eine Sache. Also, ich meine, ich sehe jetzt sehr viele gehackte Lobbys, sehr, sehr viele Camper, Rusher, Knife Runner, Kommando Noobs. So richtig gut. Kommando ist nicht schlimm, aber es regt halt auf, wenn man auf Nuke geht und einer kommt da von hinten und zack, beamt sich da erstmal 10 Meter voraus. Nicht, das war dann halt, das ist schon schlimm. Also ich meine, wer es kennt, ne, wer mal auf Nuke spielt und das dann, weiß ich nicht, ein paar Pets vorher durch den Knife Runner, ist schon mal so. Man muss sich schon ein bisschen zusammenreißen, um nicht den PC aus dem Fenster zu schmeißen. Aber was einmal so, das war richtig schön. Ich habe 3-4 Mal versucht, eine zu kriegen und das ging halt nicht, weil andauernd ein Kill, Tube, Knife Runner oder RPG oder sonst was, also... Leute, lasst es einfach, es macht einfach keinen Spaß. Ich meine, wenn ihr mal auf Nuke spielt, an den Knife-Runner und an die Noobs jetzt mal gerichtet und Camper, wenn ihr mal auf Nuke geht, dann ist es auch nervig, wenn einer von hinten kommt oder sich von der Ecke aus abknallt. Ich meine, das ist einfach feige. Ich meine, das ist auch nicht der Sinn des Spiels. Ich meine, Black Ops ist jetzt so,
Da gibt's ja damals eine UAV oben, das heißt Camper, bye bye. Jetzt in Anführungsstrichen bye bye, ne? Man weiß noch nicht, ob die jetzt weggehen, also man weiß, wo die Feinde sind und die Feinde auch, wo du bist, aber das soll das Campen halt verhindern. Ja, so mach mal einen Punkt, ja. Dann tu ich hier nochmal einen Cutten, tu mal aus dem Spiel rausgehen, genau. So dass er, dass der Ari wieder mitspielen kann, also wie er mitspielen kann, genau. Bei euch ist es, keine Ahnung, Minute, ein, zwei Sekunden. Und es ist bei ein anderer bei mir drinne. Oder ja, bist du jetzt noch mal drinne? Nee, ich bin noch nicht drinne, nee. Okay. Also, bis gleich. Tja. So Leute, sind wir wieder, eure Adlerwache oder euer Adlerwache 1993 und der Ari, hallöchen Leute. Ja. Wenn wir mal weiter geht, wa? Ja, bisschen weiter spielen. Bewegung. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Also ja, dass der andere bei dem Video gejoint ist, war ein bisschen Pech. Ich kann hier kein Passwort und so einfügen. Warum auch immer. Leider. Ja. Lebst du schon? Ah, ich lebe noch. Ja, sonst noch neues News. Ah, siehst du, du hast ja gestern im Kino, ne? Hast geguckt. The American habe ich gesehen, ja. Okay. War schon ein ganz guter Film. Ja. Ja, also Action war nicht so drin, weißt du, da war so eher so ein bisschen, wie sagt man das, also das war mehr so, so ein bisschen Thriller-mäßig, weißt du, wo ein bisschen nachdenken muss und sowas, aber war so wirklich filmmäßig, war okay. Und sonst noch neue News irgendwie von Black Ops. Hast da mal nach was nachgeguckt? Black Ops, ja. Es gibt leider keinen Koop-Modus im Singleplayer, Leute. Ist schade. Kann man aber nicht ändern. Das heißt, mit Freunden die Story machen ist nicht. Und es gibt auch so eine neue Killstreak. Ich glaube, nach dem Gunship kommt sowas wie Attack-Dog, also Hunde, die du loslässt auf die Feinde. Und musst immer reinziehen. Das sind so ein paar Köter, die da rumlaufen auf der Map und dann, ne? War schon geil. Also auf jeden Fall lohnenswert das Game, wie es aussieht. Ja, dann habe ich noch neue News von Medal of Honor. Da wird eine österreichische Uncut geben, die hier in Deutschland auch verkauft wird. Ob sie in den Elektrofachmärkten verkauft wird, keine Ahnung. Hab sie nur über Internet gesehen. Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Jo. Kann sein, dass ich in diesem Video leiser bin als in den anderen, weil ja mein Headset, was ich davor hatte, ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich mir eins ausgedient von einem Kumpel. Und da musste ich, habe ich andere Einstellungen drin, so dass das alles perfekt ist. Und dadurch bin ich ein bisschen leiser. Aber nur ein bisschen. Ja. Hoffe ich doch mal. So. Komm schon, okay. Checkpoint erreicht, super. Macht euch bereit. Ja. Ihr tut, wofür ihr bezahlt werdet. Eindringen vorbereiten. Durchladen. Pass auf, da kommen jetzt zwei. Ach komm, zwei. Der kommt nicht. Was? Ich bin dabei. Hey. Unten halten. Ja. Kommt mit mir. Das erste. Das ist der zweite. Öffnen uns. Lass ich die mal stürmen. Okay. Schaffen sie den? Ja, super. Ja, was kann man noch so groß über uns erzählen? Oh ja, was machst du denn eigentlich beruflich, Alter? Erzähl mal. Ja, ich lerne einen kaufmännischen Beruf. Also du verkaufst Sachen, okay. Ja. Und du? Ja, ich bin Industriemechanik, war da gerade in der Lehre, erstes Ausbildungsjahr. Ja, so mach ich Schul. Und ein bisschen im Betrieb, also, boah, danke, nochmal tot, naja, aber schon weniger gestorben ja, als jetzt normalerweise, ja, das muss man schon mal sagen.
Ich hab das mal gesaved. Ja, ein Video von dem Multiplayer, nicht Multiplayer. Von der Spezialeinheit haben wir schon aufgenommen. Vorsicht, vom Lager von aus Modern Warfare 2. Die ersten beiden Missionen von Alpha. Na, genau, die ersten beiden Missionen Alpha-Einheit. Mhm. Ja. Ganz witzig. Ja. Los, los, los!